Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Legend of Grimrock. Ja, wir stehen immer noch und versuchen herauszufinden, wie man diesen Raum hier öffnet, nämlich diesen hier. So. Okay, also er musste drei Sachen machen. Und ab irgendeinem Punkt. Oh! Wow. Okay, das war anscheinend richtig. Das ist ja schon mal schön. Ja, ah, ist ein bisschen gefroren, ne? Ah. Nein. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber gut, ich habe das Vieh besiegt. Und ich habe den Raum aufgekriegt. Das finde ich cool. Oh. Ja, wir geben mal was zu essen. Der ist ein bisschen schwer beladen. Oh ja. Der hat ja auch hier so drei schwere Schilde. Schmeißen wir mal raus. Oh, was ist der etwas schwer beladen? Ich schmeiß jetzt erstmal weg, was ich nicht mehr brauche. Das brauchen wir nicht mehr, das nicht. Essen auf keinen Fall, schmeißt man natürlich auf keinen Fall weg. Hey, Secret Found, was haben wir hier? Conjurer's Hat. Oh. Oh. Mein Helm für Magier. Ja. Würde ich doch mal den Nexus geben. Ja, perfekt. Haben wir das Secret auch gefunden. Das ist ja schön. Okay. Das ging schnell. Wo war nochmal der Raum, für den Schlüssel brauchten? Ja, hier mit diesem Drachen, mit diesen Drachenstatuen hat es auch was auf sich. Ah, hier war der Schlüsselraum. Ich speichere nochmal eben und raste einmal kurz. Ah, wir haben wieder einen Traum. Und dann kriegen wir wieder eine Vision. I watched this dungeon being built. But they took it away from my people and twisted it. Filled it with traps and riddles. That is not how this place was meant to be. Ja, mit Fallen und Rätseln haben sie es gefüllt. Das kriegen wir gerade deutlich zu spüren. Und unser Lizardman hatte Hunger, oder hat, ja, hatte. Jetzt nicht mehr. So, zack, der Schlüssel. Oh ja. Hurra. Boah, ich muss sagen, ich finde den. Wow. Frostbolt richtig toll, weil er die Gegner nämlich einfriert und man sie dann trotzdem verfehlt. Jetzt mal im Ernst. Wie verfehlt man bitte eingefrorene Gegner? Ja, die können sich doch gar nicht mehr bewegen. Oder sehe ich das verkehrt? Können die sich noch bewegen? Man weiß es nicht. Ob ich schaffe den Kampf jetzt hier auch direkt. Hey, okay, das hat ein Level ab. Ah, schon wieder ein Vieh. Ja, hier brauche ich jetzt auf jeden Fall wieder Movement, weil die halt Blitze abschießen. Und die eher nicht so gesund sind. Da muss ich mich dann doch mal bewegen. Irgendwie nehmen die von Fausttreffern keinen Schaden. Finde ich nicht so cool. Oh, ein Schaden. Ein Schaden. Übertreibt mal nicht hier. Naja, ist tot. Genau, dann können wir hier noch ein bisschen was in schwere Rüstung reinballern. Wunderbar, wunderbar. Haben wir nochmal 15 AP gewonnen und ein bisschen Protection. Das ist doch schön. So, dann rasten wir nochmal. So, nehmen wir mal das Kraut mit. Na toll, hätte ich gar nicht rasten müssen, wenn ich das gewusst hätte. So, aber ich glaube, man bewegt sich im Laufe des Spiels jetzt auch was weiter von diesem Kristall entfernt weg, damit ich ihn finde.
Man kann sich auch Notizen machen. Ja, gehe ich jetzt rüber und weiß, da ist der Kristall. Eine sehr praktische Funktion, wie ich finde. So. Ach nee, auch nö. Oh Gott, oh Gott. Hallo. Ich weiß jetzt nicht, ob die sich einfrieren lassen, aber mal gucken. Oh, anscheinend schon. Das ist ja cool. Das nimmt denen auf jeden Fall die Möglichkeit, sich zu wehren. Oh, 71 Schaden. Krass. Aua! Mistvieh. Was soll das? Okay, schon die ersten 450 XP, ein Level Up für unseren Schurken. Ja, es geht erstmal hier, nochmal 10 AP mehr, so. Also hier, genau. Und die nächsten 4 Punkte werde ich, glaube ich, auch hier rein skillen, damit ich diesen Jab bekomme, diese Spezialattacke. So. Weil im Moment macht er doch sehr wenig Schaden. Und gar keinen. Ich hasse diese Biester. Oh Mann. Ah, das ist nicht schlimm. Ich mische erstmal einen Heiltrank. So. Okay. Puh. So, speichern und rasten. Aber das ging ja. Also als ich das erste Mal auf die Viecher getroffen bin, bin ich natürlich erstmal verreckt, weil die halten doch recht viel aus und teilen gut aus. Aber später werden das auch eher, ich sag mal, eher Standardgegner. Das ist eine wirkliche Herausforderung. Ich muss mal gucken, überlegen, kommen hier noch irgendwelche spektakulären Gegner? Oh, Ringreaves, das ist gut. Genau, noch mehr Protection. Oh, ich glaube, der hat das Set bald voll. Fehlt eigentlich nur die Rüstung davon. Ich hoffe, die habe ich jetzt nicht verpasst oder so in dem Secret oder so. Das wäre cool, wenn ich die komplett kriegen würde. Ach nee, die Fackel ist gleich wieder weg. Blöde Fackeln. Aber ich habe ja jetzt auch den Lichtzauber theoretisch. Ja, wobei ich benutze die nochmal komplett bis zum Ende. Ah ja, hier kann man weiter. Braucht man allerdings Schlüssel und das davon nicht nur einen. Chamber of Pits, genau. Deserted Tunnels, genau. Jetzt sind hier wieder so zwei Rätsel, größere Rätselbereiche, die auf uns warten. Was haben wir hier? Scroll, was haben wir denn? The gate of iron shall open if you take your time and rest in the place where the dragon's gaze is. Ja, genau. Die Drachenstatue, die wir eben gesehen haben, hat noch einen, also da gibt es noch eine andere Statue. Und das ist so, deren Blicke, also die gucken in eine bestimmte Richtung und die treffen sich auf einem der Felder. Und da, wo sich die beiden Blickrichtungen oder Blicke der Drachen kreuzen, da muss man sich hinstellen und rasten. Dann öffnet sich hier diese eiserne Tür, also diese Secret Door da. So, jetzt muss ich mal gerade gucken, wie das hier nochmal ging. Und hier muss man nämlich schnell mitlaufen, weil das sonst nix gibt. Damit man rüberkommt.
Oh, ging ja. Puh. Das geht auch. Das kann man ja auch schlechter haben. Speichern wir mal lieber. Ich hoffe, ich finde jetzt auch mal neue Fackeln. Ja, da hinten sind welche. Jetzt müssen wir erstmal an diesen Krabben vorbei. Oder an dieser Krabbe. Ich hoffe, es ist die einzige erstmal hier. Komm her. Tu dir nichts, will ich nur töten. Kann ich das jetzt nicht mehr treffen? Och. Ah, steht schon auf dem nächsten Feld quasi. Okay. Oh. Da raste ich doch mal direkt. Damit mein Minotaurus nicht stirbt. Und wieder ein Traum. Was hat er uns jetzt zu sagen? They make all the gates open and cause the traps to spring. It would be simple for them to stop us. Why will they not do it? Are we walking into another trap of theirs? Be careful. Ja, irgendwer sagt uns hier, wir sollen vorsichtig sein, um ihren Fallen zu entgehen. Ja. Das tun wir bisher eigentlich ganz gut. Wow. Und sind gerade von so einem Erdbeben aufgewacht worden. Ich weiß bis heute nicht, welche Funktion diese Erdbeben haben. Die Entwickler werden die sicher nicht zum Spaß reingemacht haben, aber... Also ich habe jetzt irgendwie... Ich kann mich auch an kein Rätsel erinnern, was irgendwie... Ja, wenn ich jetzt... Natürlich, wenn ich einen Schlüssel jetzt hier nehme... Deswegen raste ich jetzt nochmal gerade zu Ende. Gehen natürlich hier Türen bestimmt auf. Also ich weiß wie gesagt nicht, wofür diese Erdbeben sind. Keine Ahnung. Ich habe auch... Kann mich auch kein Rätsel erinnern. Bäh, nicht die kleinen Viecher. Ach so. Ach so, ja dann... Oh. Ach, ich überlebe das jetzt hier. Ich muss schon mal laden, so leid es mir dann tut, aber... Ich habe ein bisschen Schützenhilfe, weil das kleine Vieh dahinter, wenn ich seine Giftwolke schön auf die Krabbe da haut. Ah, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Das ist doch schön. Nein. Aua. Blödes Mistvieh. So, das Vieh ist schon mal tot. Geht auch das? Ah, jetzt geht... Natürlich geht jetzt die Fackel aus. Wann denn auch sonst? Kann auch nicht gleich ausgehen oder so. Nein, nein. Na gut. Für Nachschub ist gesorgt. Ah, nee. Keine Warne. Ah, scheiße. Ja. Okay. Yay, wir haben es geschafft. Das ist doch schon mal gut. Also mal diese Box können wir mal hier raus. So. Das brauchen wir auch nicht mehr. Die brauchen wir auch nicht. Die auch nicht. Die Deutsch auch nicht mehr. Die Axt eigentlich auch nicht. So, dann kannst du mal was essen. Ich nehme hier einfach mal mit, die Feuerbomben. Beziehungsweise in dem Fall waren es Blitzbomben. Ich habe die zwar nie gebraucht, aber... Ah, wobei ein paar Mal habe ich sie, glaube ich, doch gebraucht. Also nicht unbedingt gebraucht, aber halt benutzt. So, jetzt weiß ich nicht, war hier noch was? Geheime Schalter, sonstiges. Auf jeden Fall nehme ich diese Fackel jetzt mit. So viel sei schon mal sicher. Hm.
Ah, okay, man muss hier tatsächlich. Okay, so kann man hier wieder raus. Hier war jetzt auch nichts, okay. Werde ich mal kurz die Zeit nutzen und rasten. Jetzt habe ich schon mal einen Schlüssel von zweien. Jetzt muss ich noch in diese Tunnel da. Jetzt weiß ich nicht mehr, was man da machen musste. Ich glaube, also ich weiß nur, dass die Tunnel da etwas schwieriger waren. Kann ich jetzt hier nicht mehr durch? Ah, komm, wir machen das so. Oh. Oh. Hi. Oh, ich will nicht eingeklemmt werden. So darf das gerne sein. Ah, so. Perfekt. So dürfen die stehen bleiben. Oh, das trifft sogar alle. Das wusste ich nicht. Hey, der Frostbolz gefällt mir richtig gut. Bäm! Ja. Der wirkt ja richtig Wunder. Das ist ja richtig toller Zauber. Nein, nein. Na toll. Jetzt für so einen Guffeltypen hier brauche ich 30 Jahre. Super. Jetzt haben wir noch den Bogenschützen. Der Eispfeile verschießt. Das ist frech. Das ist sehr frech. Chris mit der Faust. Also, natürlich noch auf die Nase. Ja, nicht, was ihr so denkt. Tattered Cloak. Was kann der nochmal? Ach, das ist der Standard 2 Evasion Cloak. Den brauchen wir noch nicht. Die können wir längst mitnehmen. So, jetzt nur die Frage, wie man hier wieder hochkommt. Nachdem wir so grandios einfach runtergefallen sind. Wirklich eine Meisterleistung. Oh, das Kraut können wir eigentlich auch mal mitnehmen. Ach, ja, okay. So einfach geht's. Ach, siehe da, hier ist ein Bogen. Und ein Boiled Crack Beetle. Den man wohl essen kann. Den Bogen brauche ich allerdings nicht. Ah, hurra. Ja, das ist doch schön. Ah, hier sind wir jetzt auch. Ja, genau, wunderbar. Und hier sind die Deserted Tunnels. Die werden nicht kaputt gehauen. Eigentlich schon, oder? Egal. Wir gehen weiter unseres Weges. Ja, ihr seht, die Levels werden immer größer. Das muss ich gerade nochmal überlegen. So, und zwar, wenn ich jetzt hier. Okay. Also ich komme da nicht schnell genug hin. Wie war das nochmal? Wenn ich das hier beschwere. So, auch hier teleportiert, okay. Ah, doch, doch, doch. Ja. Da muss ich auch wieder mal die Wurfwaffe equippen. Nein. Ah, Mist. Ja, aber so geht's in etwa. Das mache ich, glaube ich, noch schnell. So, einmal nochmal speichern. Komm. Nein. Hey.
Ah, ja, genau so. Dann speichere ich hier direkt mal. Was haben wir noch? There is no turning back. Ja, das sehe ich, weil ich komme nämlich nicht mehr zurück. Wie dem auch sei, das mache ich aber auch nicht mehr in diesem Part, sondern ich mache hier wieder einen Cut und sage bis zum nächsten Mal bei Legend of Grimrock. Tschüss!